at that! Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland, to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Oh. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. So ist es, Mario, und damit willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt Super Mario Sunshine. Das Spiel ist 2002 bei uns in Europa für den Nintendo GameCube erschienen. Und ja, ich weiß, ich spiele das Spiel auf Englisch, weil ich momentan noch keine ROM gefunden habe, die das auf Deutsch macht. Aber ich werde mich so schnell dazu bemühen, eine deutsche ROM zu finden. Könnt ihr mir ja auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr da vielleicht irgendwas wisst. Aber man kann es auch im Englischen spielen, ist ja eigentlich auch egal. Man sieht hier, ich habe hier schon mal einen Speicherstand angefangen, der war aber nur zum Testen, weil ich das Gamepad, also den Nintendo GameCube Controller, einstellen musste. Und wir beginnen mit einer neuen Datei. Wichtig sei noch zu sagen, dass ich das Spiel nicht zu 100% spiele. Also ich werde nicht alle 120 Insignien sammeln. Ich werde zwar jeden einzelnen Stern holen, den es da gibt, aber was ich nicht machen werde, sind die blauen Münzen sammeln, weil die ganze Sammlerei, die tue ich mir nicht an. Also ich werde zwar blaue Münzen holen, so viele wie ich nur kann, aber nicht alle. Gut, dann würde ich mal sagen, wir nehmen die B-Datei und wir starten das jetzt mal. Doch erstmal geht's weiter mit der Story. Und das Flugfeld, das schaut mal nicht so gerade schön appetitlich aus. Appetitlich nicht, aber schaut nicht schön aus. Oh, da hat das Flugzeug aber eine Vollbremsung gemacht, ne? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. What happened? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Bruchlandung gehabt. Vielleicht sonst was. Ich weiß es nicht. Genau, berührt das nicht. Das ist hochentzündlich. Was ist das denn? Was steht denn da auf dem Wassertank? Hauptsache keiner hört Peach zu. Ignorieren die voll? I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Ja. Wir sollen jetzt die. Oh. Ja. Du hast ein ungutes Gefühl bei der Sache, das wissen wir ja. Und jetzt müssen wir diese Inselbewohner, die da stehen, um Hilfe bitten. Ja. Oh, die Musik. Okay, genug dazu. Die Inselbewohner, die werde ich nicht ansprechen, weil die sagen nur dummes Zeug und die. Ich will jetzt nicht sagen, die beleidigen uns, aber die sagen zu uns, dass wir diesen ganzen Schlamassel hier angestellt haben. Und da hat die Musik auf einmal aufgehört zu spielen. Ja. Okay, scheinbar hat sich jetzt hier alles aufgehangen. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal ganz kurz einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, die Soundprobleme, die sind jetzt behoben worden. Also ich habe jetzt möglichst alles eingestellt, was ich einstellen konnte. Und jetzt machen wir mal weiter mit der Story. Entschuldigung, dass das vorgefallen ist. Ich weiß auch nicht, was das war.
Da wollte das Spiel wohl nicht laden. Und wir rennen jetzt einfach mal zu diesem Roboter. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Gad Science Incorporated. Beziehungsweise kein Roboter, was das ist, werden wir gleich noch erfahren. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dousing device. I hope to be of assistance. Das ist der Dreckweg 0817. Proceeding mit dem können wir, wie wir es jetzt schon sehen können, Wasser verspritzen und damit können wir auch gleich das Flugfeld reinigen. Oh, jetzt erklärt das auch noch. Ich weiß doch, wie das geht. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Ja, jetzt können wir auch zwischen einer Düse wechseln, mit der wir so ein bisschen schweben können. Und ja, jetzt ist der Wassertank leer und wir können nicht mehr Wasser verspritzen. Ja, und dann ist es ganz logisch, einfach ins Wasser zu springen und wieder aufzufüllen. Und dann kann man erneut mit Wasser spritzen. Ja, danke schön, dass du es uns jetzt erklärt hast. Nein, ich will es mir nicht nochmal anhören. Ist ja unmöglich hier. So, und jetzt können wir hier mit der X-Taste zwischen den Düsen wechseln. Und jetzt können wir hier Wände und alles Mögliche, was beschmutzt ist, sauber machen. So, jetzt haben wir das sauber gemacht. Was meckerst du überhaupt herum? Ja, der regt sich über irgendwas auf. Er will uns irgendwie nicht helfen oder so, aber wir brauchen keine Hilfe. Wir machen das schon alleine. Und der da, der sieht uns doch ähnlich. Doch was hat das jetzt alles zu bedeuten? Gibt es hier noch irgendwas anderes, was ich hier entdecken kann? Nee. So, dann fülle ich nochmal den Wassertank auf. Das Wasser werden wir ziemlich noch gebrauchen können. Und ja. Jetzt müssen wir das Flugfeld reinigen. Toll, ne? Wir sind in dem Urlaub angekommen und dürfen direkt erstmal sauber machen. Das ist doch echt was Schönes. Urlaub und Arbeit. Es ist doch schon schlimm genug. Und dieses Viech, das kann man nur besiegen, wenn es das Maul aufmacht, dann einfach mit Wasser bespritzen und dann ist es auch schon tot. So. Und es geht auf einmal die Delle aus dem Flugfeld raus, ne? Logik, ne? Logik spielt in dem Spiel eine große Rolle. Gut, bei jedem Nintendo-Spiel ist eigentlich immer fast keine Logik dabei, aber es geht ja um den Spielspaß. Und was ist das denn? Das können wir nicht sauber machen. Das sind jetzt halt die Insignien der Sonne, also die Sterne in dem Spiel. Und damit nehmen wir die jetzt. Ich sagte, wir nehmen die jetzt. Dankeschön. Schein erhalten. Super, toll. Ja, speichern und weiter bitte. Danke. Jetzt geht wieder das Gequatsche los, ne? Will aber keiner hören. Und die Polizei kommt. Was will die denn von uns? Big Boss oder was? Nee, was anderes. Hä, wieso bin ich jetzt auf einmal hinter Gittern? Oh. Court is now in session. As you are no doubt aware, was willst du denn jetzt? Senselessly defacing Fair Isle Delfino using some pink-like substance. Ist das Schokolade? The accused is charged with oder was ist das? Our beautiful home and yes, endangering our very way of life. Ich glaube eher nicht. Indeed. How can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, Piazza Delfino, sehr schön. Beneath the veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has ja, ja, komm, laber nicht, ich will spielen. Guardians, the shine sprites have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame.
Behold the sketch of the perpetrator. Ja, das haben wir ja eben schon gesehen. Das sollen wir ja angeblich sein. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection. Overruled. I judge the defendant guilty. Noch nicht mal Einspruch dürfen wir erheben, ne? Defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Ja, ja, ja. Also wir dürfen die Insel erst verlassen, wenn wir die ganze Insel gesäubert haben, ne? Naja. Wir säubern die jetzt auch, ist klar, ne? Wir sind hier, um Urlaub zu machen. Aber uns bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Oh, laber nicht so viel rum. Interessiert doch eh kein Schwein. Mario, ja, das ist eine Insignie der Sonne, wissen wir. It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. Ja, dann sollen sie doch in der Dunkelheit leben, ist mir doch egal. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. Also in diesem Let's Play wird man auch sehr viele Ausraster sehen, also darauf kann man sich schon mal freuen. Weil in diesem Mario Sunshine ist mir schon öfters das Pad gegen die Wand geflogen. Und ich hoffe einfach mal, das passiert mir hier nicht. Nein, ich möchte es mir nicht nochmal anhören. Oh, ihr nervt, wisst ihr das? Also die Dorfbewohner, ne? Ja, ist gut. So, jetzt hat das große Gequatsche erstmal ein Ende. Und wir sind jetzt in Piazza Delfino. So, der hat davon irgendwas gelabert, dass wir jetzt den Schandfleck wegräumen müssen. Und ich merke gerade, dass der Controller nicht ganz so mitspielen will. Aber das soll uns egal sein. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Ist da irgendwas drinnen? Ja, eine Münze. Sehr schön. Und da sind die berüchtigten blauen Münzen. Von denen ich nicht alle sammeln werde, ne? Weil die sind, manche sind so asozial versteckt, da weiß ich echt nicht, wie man darauf kommen soll. Also ich werde nicht alle sammeln. Das war nur das, was ich euch eben sagen wollte. Die restlichen Sterne werden aber alle kommen. So, und jetzt müssen wir erstmal diesen Schandfleck hier wegmachen. Los, Wassermarsch! Und dieses komische Monstervieh ist auch wieder mit von der Partie. Kommt, verpisst euch! Mach's Maul auf! Dankeschön! Und tot! Das ging doch jetzt ganz fix. Und die Statue kommt aus dem Boden raus. Alle gucken erstmal mit großen Augen. Nee, das ist nicht Mario. Das ist Mario Morgana und der hat diese ganzen Schmierereien gemacht, nicht ich. Aber das glaubt uns ja keiner, ne? Und jetzt verpisst er sich auch noch mit Peach. Ganz toll. Mario! Eine Geiselnahme hat begonnen, los! Eile ihm hinterher! Und jetzt muss man ihn mit dem Wasser bespritzen. Was aber gerade nicht so toll ist, weil er andauernd flüchtet. Jetzt bleib doch stehen. Warte. Wir machen es ganz einfach. So. Du blödes Etwas. Jetzt bleib stehen. Ja, sicher. Der lebt ja immer noch. Jetzt bleib stehen. Wie gesagt, man kann auch wenn man rennt, Wasser verspritzen. Nur irgendwie will der Controller gerade nicht. Muss ich also nochmal einstellen. Und da hängt der Emulator. Warum? Naja,
Ja, der hängt der Emulator halt. Kann ich jetzt auch nichts für. Ich will das Spiel unbedingt let's playen und kann ich jetzt nichts dran ändern. Tut mir leid. Ja, jetzt bleib doch mal stehen, du blödes Arsch. Alter. Normalerweise hätte ich den schon längst gekriegt, aber dadurch, dass der Controller nicht will, geht's nicht. Wie viel hält der denn jetzt aus? Alter, hier scheißen, ey. Hier scheißen, ey. Alter, der lebt immer noch, dieses Drecksvieh. Alter, wie oft denn noch? Es reicht jetzt hier. Ah, jetzt aber. So, jetzt stirb. Und jetzt verpisst er sich auch noch. Das ist natürlich das Allerdreisteste. Doch wir folgen ihm und wir sind Erster da. Jetzt komm her. Ach, jetzt geht's ja nicht weiter. Der steht jetzt da. Jetzt lächelt der irgendwie. Und jetzt geht's. Los, jetzt rein da. Das erste offizielle Level. Und rein da. Blub, blub, blub. Monte Bianco, Fahrt zur großen Mühle. Und dann sind wir auch schon im ersten Level. Und man kann ab hier, wenn man sich hier hinstellt, schon mal in die einzelnen Welten angucken, die es schon mal so gibt. Wie zum Beispiel, da hinten ist eine Welt und da unten ist eine Welt und die werden wir alle erforschen. Ja. Und jetzt erstmal hier diesen Weg runterrutschen. Yay, ist das nicht schön. So, jetzt erstmal hier drauf. Oh, der Emulator hängt aber gerade echt. Naja, kann man nichts dran ändern. Muss ich im nächsten Part einstellen. Und ja. Jetzt müssen wir zur Mühle, was aber gar nicht mal zu einfach ist. Wie man hier sehen kann. Alter! Oh, wieso geht denn das jetzt hier nicht? Ja, komm! Komm raus! Geht doch! Komm, piss dich! Blödes Drecksvieh, jetzt mach's Maul auf. So. Wer hat mich jetzt hier getroffen? Ich weiß es nicht. Ich sterbe jetzt hier gleich. So, tot. Und der Berg erhebt sich. Jetzt können wir noch hochgehen. Und damit haben wir diese Mission abgeschlossen. Man könnte jetzt aber auch schon die zweite Mission machen. Man sieht es nämlich da oben. Da oben ist so eine scheiß Pflanze, die man besiegen muss. Aber wir machen es ganz gemäß und machen erstmal diese Mission jetzt hier zu Ende. Schein erhalten und die zweite Insignie. Speichern und weiter. Gut, machen wir weiter. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Die nächste Mission. Blub, blub, blub. Monte Bianco. Mutant Tyrannia ist jetzt dran. Und der will jetzt sterben. Du, 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 du. Du, 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 du. Entschuldigung, ich kann nichts dafür mit dieser Musik. Die ist einfach nur so genial. So, und zwar gibt es jetzt hier auch blaue Münzen, die ich jetzt sammeln werde. Da hinten ist zum Beispiel eine, zu der wir jetzt hinschwimmen werden. Wenn Mario sich mal ein bisschen beeilen würde. Zack, und damit hätten wir auch schon die erste. Für 10 blaue Münzen kann man sich nämlich eine Insignie holen in einem bestimmten Haus. Dazu werden wir auch noch kommen, aber ihr seht, wir haben gerade mal nur eine einzige und mit einer einzigen kann man nichts anfangen. Uns fehlen also noch 9 Stück, um uns eine Insignie zu kaufen.
Was war das jetzt, bitteschön? Du sollst dich da festhalten, Mario. Komm, danke. Und ich habe euch auch eben gesagt, dass es Insignien, blaue Münzen im Spiel gibt, die wirklich asozial waren. Und dazu war hier eine. Und zwar musste man hier gegen die Wand spritzen. Also ich weiß echt nicht, wie man auf sowas kommen soll. Dass man diese Wand bespritzen muss, dass da eine blaue Münze rauskommt. Also bei den blauen Münzen ist Nintendo manchmal echt asozial gewesen. So, hier ist auch eine blaue Münze. Einfach das M von der Wand spritzen. Und schon hätten wir drei blaue Münzen hier gesammelt. So, hier hinten ist, glaube ich, noch eine. Ja. Continue. Und hier oben war, glaube ich, auch noch eine, wenn ich mich recht erinnere. Und wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Los, halt dich da fest. Genau, da hinten war eine. Fall bloß nicht herunter, Mario. Ich warne dich. Hier ist noch eine. Und die da jetzt noch. Und die bekommen wir... Ah, nee, Quatsch. Ich musste ja hier diese Windmühle... Also diese Räder zum Laufen bringen. Los, schneller! Kann ich die jetzt noch so bekommen? Ja. So. Dann hätten wir jetzt erstmal die blauen Münzen hier gesammelt, die es hier in dem Dorf gibt. Und wenn man diese Glocken da bespritzt, dann kommt da ein One-Up raus. Ich versuche das jetzt nochmal. Ja, da ist es. Und die extra Leben füllen auch übrigens unsere Wasseranzeige auf. Also wenn wir mal kein Wasser haben und ein One-Up finden sollten, hilft das auch schon mal sehr viel. So, jetzt müssen wir da auch zur Windmühle. Was aber nicht so einfach ist, weil Mario nicht will. Nein, jetzt die Brücke ist ja... Ah, fuck. Das habe ich ganz vergessen. Die Brücke ist ja kaputt. Hey, du Drecksvieh, was fällt dir ein, mich jetzt hier so anzugreifen? Ah, was soll's. So, wie kommen wir jetzt da am besten hin? Weil unter der Brücke gibt es halt auch noch eine blaue Münze. Na. Komm schon. Hä? Gab es ja nicht blaue Münzen? Ach, die wohl wird dann wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel freigeschaltet, die blaue Münze. Müssen wir also noch ein bisschen warten. Und jetzt hier hoch. Und was fällt denn jetzt hier von der Windmühle? Schokobälle oder was? Ah, jetzt sicher runterfallen. Das könnte sonst ziemlich ärgerlich sein. Hier können wir unser Wasser nochmal auffüllen, wenn wir keins mehr haben sollten. Und jetzt hier rüber schweben. So. Hier ist auch nochmal ein M. Das machen wir auch nochmal weg. Dafür gibt es eine blaue Münze. Dann speichere ich einfach mal ab. Und jetzt müssen wir hier hoch. Denn da ist Mutant Tyrannia. Oh, geht die Windmühle auch mal schneller? Ist ja unmöglich hier. Komm. Da oben ist er auch schon. Und drüber schweben und es gibt eine kleine Zwischensequenz. Stürzt jetzt das Dach ein, weil du so laut geschrien hast oder weil Mario zu schwer ist? Ich glaube mal eher, weil du geschrien hast, ne? Ja, und jetzt fahren alle runter und brechen sich das Genick. So, Mutant Tyrannia. Ihn zu besiegen ist eigentlich ganz einfach. Man muss eigentlich nur warten, bis das Maul aufmacht. Ach, scheiße. Daneben. Komm, mach's Maul auf. Ja, genau.
Alter! Du sollst nicht kotzen, du sollst das scheiß Maul aufmachen. Hallo, geht's noch? Komm, jetzt stirb! Und jetzt eine Stopfattacke machen. Bäm, und schon mal das erste Leben abgezogen. Komm, mach's Maul auf. Ach komm, Drecksvieh, Alter. So. Noch ein Leben, dann haben wir es geschafft. Ach du Drecks. Scheiße hier. Spinnert? Alter, ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Komm. Trink das Wasser und stirb. Nein. Und tot. Und jetzt wird er zur Schokolade, schmilzt und wir kriegen die Insignie. Und da hätten wir sie auch schon. Toll, schön, dankeschön. Die dritte, Shine. Sichern und weiter, bitte. Dankeschön. Und da ist wieder irgendwas Neues entstanden. Doch das interessiert uns nicht. Denn wir machen im nächsten Part weiter bei Montebianco. Bis dann.